Am 30. und 31. Juli öffnete in Mainhausen die ANWR First ihre Pforten. Zu den Traditionen der frühen Order-Veranstaltung gehört auch die Talkrunde First View. Unter Moderation von Petra Salewski, Chefredaktion Schuhkurier, tauschen sich Fritz Terbüken, ANWR-Warenvorstand, Andreas Schaller von der Firma Lloyd sowie Jörg Winsheimer von der Firma Högel aus. Die Händler Martina Petrovic von Love Boots und Rainer Arning vom Schuhhaus Matthäus Häsler aus Villingen-Schwenningen gaben ihre Impulse für die Orderrunde Frühjahr-Sommer 2014. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie nach dieser letzten Ankündigung sehr herzlich hier begrüßen zu unserer Talkrunde First View. Vielleicht beginnen wir eigentlich wie traditionell schon mit einer Bestandsaufnahme. Lieber Herr Terbüken, ein paar Zahlen und Fakten zum Beginn der Orderrunde. Und wie schätzen Sie die Stimmung unter den Mitgliedern ein? Die aktuelle Stimmung im Handel ist ausgesprochen gut. Wir hatten für den Juni ein aufgelaufenes Ergebnis von -2%. Insofern ist die Stimmung besser als die Zahlen. Aber dennoch sind aktuell die Läger leer. Das ist erfreulich. Insbesondere hat der späte Sommer die offene Ware noch gut abverkauft. Momentan reden wir eigentlich über in allen Warengruppen von wenig Lagerbestand. Das ist erfreulich. Und die verbleibenden Tage lassen optimistisch erscheinen, dass wir die auch noch verkaufen werden. Mhm. Viel erfreulicher ist, dass momentan auch schon einige neue Themen funktionieren und insofern ist der Handel, ich sag mal, gut drauf. Mhm. Ja? Der Handel ist gut drauf, dann fragen wir den Handel direkt mal, wie Sie das einschätzen. Herr Arning, welches Fazit ziehen Sie unter die nun zu Ende gegangene frühe Sommersaison und vor allen Dingen, was erwarten Sie von der nun kommenden Orderrunde? Ja, wie schnell sich ein Markt ändern kann, sieht man eigentlich an den letzten Tagen. Wenn wir vor 4 Wochen hier gesessen hätten in gleicher Runde, wäre die Thematik eine vollkommen andere gewesen, auch die Stimmung. Wir haben also in den letzten 4 Wochen sehr viel Glück gehabt. Vor 4 Wochen hatten wir ungefähr eine Abverkaufsquote im Pendel, die lag bei Hochsommerware bei 35%, bei Herren bei 41% und 46% bei Damenschuhen. Das war ungefähr 10% hinter Vorjahr. Plötzlich haben wir Glück mit dem Wetter und wir haben eine gewisse Euphorie. Auch diese Euphorie möchte ich nicht bremsen. Ich bin der Letzte, der nicht glücklich ist über diese Situation. Für uns heißt es, wir haben unsere Geschäfte in Süddeutschland, dass die erste Priorität augenblicklich das Ernten ist. Die Bestandsaufnahme würde ich gerne noch kurz in der Industrie fortsetzen. Herr Schaller, Sie haben vor einigen Tagen in einer Presseveranstaltung schon gesagt, man geht einigermaßen optimistisch auch in die neue Orderrunde. Was erwarten Sie? Ja, wir gehen verhalten optimistisch in die Orderrunde. Sicherlich ist die Situation im Herrenschuhbereich so, wie eben auch von Herrn Arning dargestellt, dass die ersten Monate eigentlich so mitgelitten haben, aber weniger von den Zahlen als vielmehr von der Stimmung. Weil die ersten Monate Herrenschuhe, die sind nie ganz oben, dann sind sie zum Glück auch nie ganz unten. Und so haben wir die Situation auch erlebt. Wir haben sehr gute Nachsortierungszahlen gehabt, was bedeutet, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Schuhe gut funktioniert haben. Herr Terbüken, Sie haben eben schon angedeutet, die ersten neuen Themen sind schon ganz gut angelaufen. Nun sind die Händler hier und beschäftigen sich mit Frühjahr Sommer. Sommerstiefel, offene Ware, das sind die Themen, an denen viele Fragezeichen im Prinzip hängen. Was empfehlen Sie ganz konkret? Wie soll man mit Sommerstiefeln umgehen, mit offener Ware? Ja, die Sommerstiefel, speziell im Damenbereich, waren ja die Überraschung für uns alle in den Größenordnungen. Mhm. Das war das, was uns überrascht hat, dass die Warengruppen sehr, sehr gut funktioniert haben und die Anteiligkeiten dort auf, in der Börse würde man sagen, All-Time-High waren. Sommerstiefel war vor Jahren kein Thema, mittlerweile gehören die in die Kollektion. Wir sehen viele neue Themen, insbesondere alles das, was so ein bisschen pastellig oder goldig angehaucht ist, das wird sehr, sehr wichtig werden. Auch das Thema Schnür im Stiefelbereich ist noch da. Ein ganz großes Thema hatte das Thema Leinen. Das ist ja etwas, was uns auch überrascht hat, dass der Leinenanteil nach wie vor noch nicht am Ende war. Das ist deutlich übergegangen. Wir haben das sehr klar gesehen an einigen Marken, dass dort Umsatzanteile nach oben gegangen sind, die wir uns auch nie hätten vorstellen können. Wichtig sicherlich auch das Ballerinenthema nach wie vor gesetzt. Und jetzt seit 4 Wochen wissen wir auch,
dass die Damen weiterhin flache Sandalen tragen. Frau Petrovic, Sie haben ein sehr junges Konzept. Das Thema Sommerstiefel ist für Sie kein Experiment, sondern eigentlich selbstverständlich. Auf welche Details, auf welche Besonderheiten werden Sie Wert legen, um dann wiederum neue Impulse setzen zu können? Also worauf wir ganz stark achten werden, sind die Materialverarbeitungen, auch Materialmixe und natürlich auch diese Elemente wie zum Beispiel Metallic. Mhm. Das werden wir natürlich wieder ganz stark aufgreifen. Das haben wir, wie Sie so schön gesagt haben, das ist nichts Neues für uns, ist ja unsere Domäne. Wir können jetzt nur noch mal was draufsetzen für unseren Kunden in Sachen Farbe und Materialien. Mhm. Wie ist das Thema offene Ware, Sandalen einzuschätzen, das Thema Ballerinas, was Herr Terbüken gerade ansprach? Also Ballerinas sehe ich auch nach wie vor für wichtig, jedoch sollte man vielleicht sich ein bisschen darauf orientieren, was Neueres, wie zum Beispiel spitze Leisten, den Loafer-Typen aufzunehmen und da auch wieder in den Materialien drauf zu achten und an den Besonderheiten, nicht unbedingt die Basics oder schlichte Sachen nur zu nehmen. Und Sandalen sehe ich auch ganz für wichtig, gerade wenn der Hochsommer denn da ist, wenn man seine Kleider anhat und kurze Sachen, dass man doch was Luftiges am Fuß hat. Jedoch da muss auch die Besonderheit, finde ich, da sein. Wie zum Beispiel, dass da was Glitzerndes dran ist oder vielleicht ein Element, was sich von den anderen Basic-Ballerien abhebt. Herr Winzheimer, ich hatte heute Morgen schon die Gelegenheit, mir Ihre Kollektion einmal anzuschauen. Da ist ja auch erkennbar eine gewisse Rückläufigkeit bei den hohen Sprengungen, das, was Herr Arning gerade auch anmerkte, und ein Hauch mehr Sportivität. Ist das so richtig wiedergegeben? Ja, ist richtig. Also wir setzen jetzt auch für die nächste Saison auf etwas niedrigere Absätze. Das heißt, alles geht ein bisschen runter von den Höhen her. Wir stellen fest, dass die Spitzenleisten etwas mehr werden. Also wir verkaufen weitaus weniger Plateaus zum Beispiel wie normale spitze Pömse. Dann ein großes Thema natürlich die sportiveren Geschichten. Also wir haben einen sehr hohen Anteil oder einen relativ großen Anteil auch an Sneakern dabei. Also eher feminin, bisschen edler gemacht. Und natürlich auch die Summer Booties, wo wir schon draufsetzen. Wobei wir jetzt sagen, der Summer Booty muss dann schon auch ein bisschen besonders ausschauen. Das heißt, wir setzen auf Metallics, auf irgendwelche Schmucke oder auch Swarovski-Steine, wie auch immer, um denen einfach ein bisschen mehr Pfiff dann auch zu geben. Und was ein wichtiges Thema für uns auch ist, ist der spitze Ballerina-Leisten. Da haben wir auch ein recht großes Programm dabei und verkaufen es auch schon erfolgreich. Also das sieht man schon ganz klar. Ja. Kommen wir zum nächsten wichtigen Thema und es ist sicherlich auch ein Reizthema und eines mit vielen Fragezeichen, Farbe. Es wurde eben schon angemerkt, es ist ein bisschen zu farbig vielleicht gewesen in der zurückliegenden Sommersaison. Was bedeutet das für die kommende Sommersaison? Man stellt ja fest, es gibt eine gewisse Beruhigung, aber auch die Tendenz hin zu Schwarz-Weiß. Herr Terbüken, geben Sie handfeste Tipps. Für die nächste Saison sehen wir ungefähr ein Drittel schwarz. Mhm. Ja, das ist so das Thema. Daneben ist die zweitstärkste Farbe oder die beiden zweitstärksten Farben als solches Blau und Weiß-Silber, das würden wir gleichgewichten mit je 12%. Und dann ist das ganze Thema Beige, Fumo und Metallics, das sehen wir mit 33%. Der Anteil an Rot, das war definitiv zu viel, wir dürfen aber trotzdem jetzt nicht aufhören, rote Schuhe nicht mehr zu kaufen. Das ist ja das, was sozusagen dann auch gerne gemacht wird. Der wird allerdings unter 3% sein. Mhm. Wir haben das auch in den Kollektionen sehr gut ausgearbeitet gefunden. Die verkäuflichen Schuhe waren alle in diesen Farben und die neuen Farben, die dazukommen, ist all das, was so ein bisschen metallisiert ist. Mhm. Okay. Herr Arning, deckt sich das etwa so mit Ihren Erwartungen? Ja, also absolut. Wir haben ja, sagen wir mal, die Farben doch noch verkauft, auch wenn es zum Teil über den Preis ging. Wir für unser Verhalten am Markt sollten vielleicht etwas ruhigere Farben kaufen mit weniger Preisverlusten. Aber man sollte jetzt nicht in den Fehler verfallen, nur schwarze Schuhe zu kaufen. Mhm. Wir für unser Haus werden uns so verhalten, dass wir einfach diese Schuhe auch in der Sortimentsstärke etwas unterschiedlich gewichten. Mhm. Sie brauchen eben, wenn Sie 36 Paar schwarze einkaufen, dann eben doch nur vielleicht 9 in Rosé oder 12 in Rot. Aber Sie brauchen Farben, um auch ein glaubwürdiges Farbbild dem Kunden anbieten zu können. Ansonsten sind die bei uns im Hause die stärksten Farben, die favorisiert werden, außer Schwarz und Schwarz-Weiß, natürlich alles das, was beige mit Metallisé ist. Mhm. Diese Farben haben sich auch jetzt im abgelaufenen
Saison sehr, sehr gut abverkauft. Dann kommen wir direkt zum nächsten Thema Herren. Auch da, das ist bekannt, hat sich in den letzten Saisons ja sehr viel getan. Also die Herren haben sich auf eine mutige modische Reise begeben, so kann man sagen. Was sehen Sie oder was empfehlen Sie auch an Themen für die neue Saison? Es ist schon so, dass uns die Schuhform des Booties ein ganzes Stück nach vorne gebracht hat im Herrenbereich, weil das ja ein Schuh war, der im Grunde genommen im Sommer gar nicht ging noch vor 3 Jahren und auch im Winter nur von ganz wenigen mutigen Kunden getragen wurde. Heute ist das Thema so breit getragen, dass die Kunden, auch der normale Konsument sich traut, solche Schuhe zu tragen und die auch dann entsprechend in Farbe. Und da ist nach wie vor die Farbe Blau ein ganz, ganz großes Thema, weil die Textilien, ich habe jetzt gerade mit einigen Textilien gesprochen, mir die Kollektionen angesehen, da kommt sehr, sehr viel, gerade was Blazer betrifft, Sakko betrifft, sehr viel in allen verschiedenen Blautönen. Und dazu passt natürlich dann der Schuh, insbesondere in der Verbindung mit den nach wie vor extrem gut gehenden bunten Hosen und Chinos und solchen Themen. Und die sind ja heute auch, ist ein bisschen Beweise, auch businesstauglich, denn der eigentliche Business-Look von einst, der ist einfach dahin, den gibt es nur noch in 2 Branchen, bei Banken und Versicherungen und vielleicht noch ein bisschen bei der Immobilienbranche, aber ansonsten gibt es den ja nicht mehr. Das heißt, das ist alles, der ehemalige Casual Friday ist heute in eine Casual Week umgeschlagen und dieses macht sich in neuen Schuhtypen bemerkbar, das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, und das wird immer wieder vergessen, auch der normale Herrenschuh, wie ihn jetzt Herr Büken zum Beispiel und Sie, Herr Anning, auch heute tragen, da wird nicht viel drüber gesprochen, aber er wird immer noch nach wie vor mitverkauft. Das zeigen unsere Nachsortierungen, die wir in dem Bereich haben. Das funktioniert. Die Herrenschuhbranche macht mir persönlich augenblicklich sehr, sehr viel Spaß, weil sie in einer Veränderung ist, wie wir das in den letzten Jahren eigentlich nie hatten. Wir werden in Zukunft den klassischen Herrenschuhbereich, so wie ich das jetzt hier gerade noch repräsentiere, werden wir sicherlich zurücknehmen müssen. Und wir müssen uns diesen neuen Themen in der Vielfarbigkeit und der Veränderung der Formen unbedingt stellen. Wir für unsere Häuser werden in Zukunft mehr sportiv kaufen, weniger Klassik und auch ein bisschen bunter, frecher und mutiger. Letztes großes Thema dieser Runde sind die Accessoires. Die ANWR, Herr Terbüken, hat sich dem Thema ja nun besonders verschrieben und Sie ermutigen ganz gezielt die Händler, sich mit diesem Sortimentsbereich auch intensiv auseinanderzusetzen. Welche Erfahrung haben Sie unterdessen damit gesammelt und was empfehlen Sie auch für die neue Saison? Zunächst einmal haben wir jetzt hier auch in der Messe einen deutlich höheren Accessoire-Anteil. Mhm. Wir haben hier viele Aussteller, die das Thema Accessoire spielen. Wir empfehlen das unseren Händlern, vor dem Hintergrund rückläufiger Frequenzen den Accessoire-Bereich im eigenen Haus auszubauen, wenn es denn passt. Mhm. Ja? Der Hauptumsatzträger in dem Bereich sind sicherlich Taschen. Mhm. Wir haben jetzt im Vorabprogramm hier im Voting und im Starseller-Bereich einige Taschen vorbereitet. Das Taschenthema selber läuft in einem etwas anderen Rhythmus. Ja, da sind wir jetzt eigentlich dabei, uns mit Aktuellware oder mit Ware zu versorgen, die jetzt gespielt wird. Insofern ist es für die Händler etwas leichter, das einzuschätzen. Also was natürlich ganz wichtig ist, dass die, wenn wir jetzt über die Tasche reden, dass die auf jeden Fall aufgegriffen ist, was der Schuh natürlich mitbringt. Dann auch wirklich, dass die breit einsetzbar ist, weil wir kennen ja, wir wissen ja, wie wir Frauen sind, eine Tasche, wir haben genügend Taschen zu Hause, aber die Tasche sollte es dann auch sein, die man dann öfters einsetzen kann. Die Tasche sollte auch dann die Lieblingstasche werden. Das ist für mich ganz wichtig, dass da wirklich zu der Schuhkollektion wirklich abgestimmte Farben und Akzente gesetzt werden. Also dass man nicht einfach drauf loskauft und sagt, ich tu mir jetzt einen Gefallen damit und bestücke meinen Laden mit Taschen, aber welche, naja, mal gucken, sondern man muss wirklich auch da wirklich akribisch in der Kollektion gucken und auch dann darüber hinaus, wenn man weitere Accessoires anbietet, so wie wir, wie Strumpfhosen oder Tücher, das muss auch wirklich abgestimmt sein auf die Kollektion der Schuhe und natürlich auf die Themen, die da draußen gerade unterwegs sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich danke Ihnen für Ihre Beiträge und ich wünsche Ihnen weiterhin einen sehr erfolgreichen, schönen Tag. Dankeschön.